Siehst du, wäre ich gefahren, wäre das nämlich Grüß dich, nicht, wäre das nicht Spasti. Du, ich passiert. habe mal eine Frage Platzscheiß. an dich. Arschloch. Du fährst nicht gerade mit dem Jugular, oder? Du bist nicht mit dem unterwegs, oder? Doch? Also ist nicht eingeparkt, also. Oh Mann, ey. Ausgeparkt, alles klar. Okay, gut, weiß ich Bescheid, dann danke ich dir trotzdem. Jetzt gerade in der Situation wäre ganz cool, aber alles gut, wenn du mit dem unterwegs bist, dann nicht so tragisch. Die Hitze. Naja. Ja, kriegen wir hin. Ja, ich bin gerade unten in der Stadt und Nimm ich hatte mit. Unfall Okay. und ja. Ja, es war nicht mein Fahrzeug. Wieder meins. Ich habe Hunger. Wirklich Hunger. Und genau Hier deswegen oben möchte ich mache möchte ich. einmal Ja, vernünftiges ciao. AP mit einer fucking Gang machen. Mit dem Blauen war vollkommen okay. Joa, der ist unterwegs mit dem Wagen. Ach, wie gesagt, ist nur Blech. Und wie gesagt, ich hätte anders reagiert, wenn er nicht direkt ausgestiegen wäre. Yeah, Aber da vor hat man allem. ja schon gesehen, dass alles in Ordnung ist. Anscheinend schon. Und vor allen Dingen sich dann aufzuregen wegen Blech und, ne? Also nicht, keine Ahnung. Also ich komme darauf jetzt nicht so wirklich klar. Gut, also der Zentorne ist schon teuer, auch in der Ja, na toll, Reparatur. aber wenn ich mir so ein Auto kaufe, muss ich auch damit rechnen, dass mir ein Unfall passieren kann. Na, also du weißt, was ich meine. Das ist halt jetzt die Frage. Jeden Die Fall werde ich würden Max eigentlich gleich auf den fragen, was Händler. er zahlt. Der kriegt auf jeden Fall Geld von mir. Bei ihm bin ich gefahren. Siehst du, und genau deshalb halte ich mich im Prinzip immer nur unten auf. Immer nur quasi Laden und Hotel. Immer nur Laden und Hotel. Aber trotzdem witzig. Das lasse ich mir nicht nehmen heute. Überhaupt nicht. Nee. Was von egal. Wollte erst noch sagen, schrei mich nicht so an, ich bin sensibel, aber dachte mir halt besser an die Fresse. Soll ich einen von euch mitnehmen? Ja, nee, alles gut. Manche Leute verstehe ich nicht. Die halten einfach an, kann ich mir, kennt sie gar nicht. Oder kannte man den? Was? Was? Einfach nur behindert. Och, Menschen. Auf dem Foto waren denn noch gut. Süßes. Gibst du mir das Video an? Ich will die Stelle mal speziell bearbeiten für ein Highlight-Video. Willst du das komplette Video haben? Also das komplette VOD, willst du es haben? Willst du das komplett schneiden? Also wenn du das schneiden möchtest, dann gut, ja, dann müsste ich es nicht machen, klar. Wenn du es haben willst, schicke ich es dir. Ich lade das dann im Trotzdem irgendwie Dings. lustig, wie viele Leute auf einmal sofort da waren. Ja, irgendwie ist das komisch, keine Ahnung. Du stehst zwar mit. Ich habe auch nur gesehen, wie auf einmal immer und immer mehr wurden. Aber irgendwie nie habe ich. Ich habe keine ankommen sehen, sondern die waren auf einmal da. Ja, das ging innerhalb von 5 Sekunden, waren die auf einmal hier. Ja, eben. Irgendwie als Vor hätten die nur allem darauf gewartet, so nach dem Motto, der ja, eine ich mache jetzt Typ. einen Unfall. Der eine Typ, der hat mich auch direkt angepisst, Alter, nach dem Motto, als er hier hinkam. Schon verletzt hier rumgelaufen, brüllt erstmal Max an, nach dem Motto, er soll sein Maul halten, bitte, und nicht so rumbrüllen. Ja, wer hat denn angefangen, hier rumzubrüllen? Ja, eben. Waren nicht wir, definitiv nicht wir. Ja, Chris, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Soll mal Schick ich dir. schön ihre Fresse halten. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sowieso so einer. In der Ruhe liegt die Kraft. Und wenn du schreist, dann stößt du mehr auf Blockaden, als du überhaupt denkst. Hier sind und bleiben die Pinguine. Jetzt müsste ich so Mädchenschrei führen. So Pompoms, weißt du?
Kommen die eigentlich aus irgendeiner Hut oder so? Hut? Nee, das ist, Hood, wie auch immer? wie heißt es? Das ist keine richtige, also das ist jetzt nicht so eine Gang oder sonst dergleichen, sondern so. Ja, Max? Entschuldigung. Das ist die große. Also viersitzermäßig habe ich gar nichts. Ich hätte noch was. Ich hätte noch einen rostigen. Ja, richtig. Oh, fuck. Richtig, vor allem, die hätten ja direkt die Bullen. Boah, bis zum können. Lala zu Junge, laufen würde halt echt lange Bullen dauern. Rufen, rufen Taxi. Wie gesagt, jo. Ich hätte noch was. Gleich. Ja, aber wir müssen ja trotzdem erstmal zu Dings kommen. Ja, aber weißt du, was mir gerade noch aufgefallen ist? Oder eingefallen ist? Wenn die Bullen rufen sollen. Das bringt nichts. Warum? Grüße, Ryder hier. Ich habe mal eine Frage. Habt ihr gerade ein Taxi frei? Das wäre perfekt. Marcel, würdest du mal bitte einen Dispatch absenden? Wir bräuchten einmal ein Taxi. Ja. Alles klar, danke. Tschüss. Oh, wow. Du hast jetzt schon eins abgesendet, ne? Ja, warum? Okay, weil hier gerade ein Taxi vorbeigefahren ist. Das wäre jetzt so lustig, wenn der jetzt schon umdrehen würde und sofort, ja. Dann würde ich lachen. Aber was meinst du damit mit, dass, dass das nichts bringt? Weil, wie Max sagte schon, Vito und so weiter waren dabei, das sind hohe Tiere. Bringt nichts. Warte mal, das heißt, du hast dann als Zivi in solchen Fällen noch nicht mal in irgendeiner Art und Weise eine Chance? Nicht wirklich, nein. Also kannst du quasi Haus und Frau in dem Sinne verkaufen und kannst ihm einfach alles abgeben, ja? Die kriegen einen Scheißdreck von mir, wie gesagt, also wir hätten eigentlich, wenn es nach unserer Geschichte gehen würde, hätten wir das Recht gehabt, weil wir, erstens waren wir drei Personen, die waren zwei Personen. Es war kein anderes Fahrzeug in der Nähe. Das andere Fahrzeug ist erst circa 20 Sekunden später eingetroffen. Also. Naja. Dann wären die doch bestimmt auch am Sack gewesen. Weiß ich ja nicht. Deswegen, es ist totaler Bullshit, was die da erzählt haben. Ja, ist es auch. Deswegen, also. Ach, keine Ahnung. Was wollte Max jetzt? Wegen einem Fahrzeug. Ach so. Aber wir haben die Zeit rumgekriegt. Jo. Ja. Ja, wo bist denn du? Alles klar, machen wir. Alles klar, bis gleich. Moin. Jo, Grüße. Die Tür klemmt. Ja, warten Sie mal kurz. Wollen Sie mal? Ja, die Tür klemmt nicht mehr, besser. Wir müssten einmal vom Stadtpark aus zur Nordgarage. Dort steht nämlich noch ein Kollege von uns. Den müssten wir einmal einsacken und dann müssten wir zu der nächsten Garage, am besten zum Lala, weil die anderen Garagen unten alle belegt sind. Ja, das Problem hatte ich auch schon. Ja, deswegen wäre es toll, wenn wir dann anschließend dahin. Ja, klar, kriegen wir hin. Oh Mann. Ja. Grüße. Na, ist halt ziemlich doof, ne? Wie gesagt. Ah, das du bist halt auch, weil ich halt in meinem Stream natürlich viel rede, ist ja klar. Nicht. Deswegen ein bisschen das schwierig. Steig ein. Zack, zack. Einmal zum Lala. Ey. Ja. Nichts ist los. Alles gut. Hallo, rauf, Mann. Ja. Warten Sie mal kurz. So, jetzt. Das weiß ich selber nicht so genau. Keine Ahnung. Was? Nee, lass zum ACLS runter. Scheiß auf Lala. Ja, okay, dann runter zum ACLS, bitte. Gut. Holen wir die Karre dort ab. Keine Ahnung, was. Ich weiß es selber nicht. Ich habe gelesen und konnte es selber nicht lesen.
Wow. Ja, ich hab gestern wohl ein bisschen viel getrunken und dann kam das dazu schon. Dann da. Dann hast du damit deine Antwort. Ich mach gleich einen Code 69. Einmal kurz aufs Klo gehen. Geht, das ist immer noch hart. Den Thron belagern. Danach ein Code 15, in die Küche gehen, Nudeln kochen. Siehst du, ich hab das jetzt gesehen, er nicht. Weißt du, was ich meine? Desings. Wie gesagt, das meine ich halt. Ich werde mir diese Zeit nehmen und das muss ich nehmen. So, ich sehe diesen Schaden, die anderen jetzt nicht. Und, pass auf. Nein, 69 ist auch das Sternzeichen Fische. Denk mal drüber nach. Ja, wie gesagt, ich weiß selber nicht, was ich da geschrieben habe. Also ich sehe den Schaden, André jetzt aber nicht. Willst du das allein auf dem Klo machen? Junge, du jo, und deine Vorstellungen immer. Bis. Echt jetzt, Alter? So, da wären wir. Danke. Okay. So. Ach Gott. Was kriegst du? $900, bitte. Wie viel? 900? Junge, der war schon lange nicht mehr so sauber. Siehst du? Du hast voll einen Vorteil, mein Auto ist sauber. Aber... Junge, gib mir einen fucking Smoke on the Water Bully. Und deswegen tune ich die Karren nicht, weil dann sind die zu schnell. Reden. Ich. Warte doch mir. Geht, warte, sonst komm mal eben kurz mit. Was ist bei euch passiert? Das können dir die anderen beiden gerne erklären, wenn du möchtest. Warum? Ich saß hinten. Okay. Mhm. Aber ihr seid nicht verletzt oder so? Nein, alles gut. Okay. Vielleicht ein bisschen seelisch angeknackst, aber sonst ist alles gut. Ihr wurdet gemobbt, weil ihr Pinguine seid? Ja. Scheiße. Wir wurden angeschrien, niedergemacht. Oh nein. Mhm. Oh nein. Echt traurig. Ja, man hätte alles in Ruhe klären können. Aber wer nicht will, der hat schon. Ja. Okay. Doof gelaufen. Oh, Mitgefühl. Hola. Hola, was ist jetzt passiert? Meine Fresse. Möchte keine Ahnung, von Dean. Dean? Hola. Komm mit zur Seite. Ich war dabei, warum geht der denn jetzt weg? Ich will ihre Freundin sein. 5365 Dollar, ich muss noch klären, ob die Schnauze getuned ist oder standardmäßig. Ach, mach getuned und fertig, dann ist er glücklich. Die wollten gerade 150.000 abkassieren und sagen, ja, hat sich das erledigt. Wow. Ja, war halt Moscher und Co., ne, mit Valentino und. Brauchen wir nicht drüber reden. Oh, bekannt anscheinend, bekannt. Da war innerhalb von ein paar Sekunden standen dort 8 Leute. Wegen einem Unfall. Ja, da war auch voll und ganz der Meinung, dass die 60-70 gefahren sind. Mm-mm. Wir waren aber schon voll auf der Kreuzung mit dem Centurno 60-70. Da fährst du im ersten Gang. Maximal zweiten. Na, wir waren schon fast über die Kreuzung drüber und dann kamen sie halt angeflogen, haben wir sie erwischt. Aber kannst ja wieder nicht nachweisen und schon gar nicht, wenn da 8 Leute aussteigen bzw. auf einmal ankommen. Ja, nee, das stimmt leider. Und dann fängt er auch gleich an, ja, und jetzt fällt der Wagen aus und jetzt kriegt man den nicht an den Mann, wenn jemand ausleihen will und alles Unkosten. Wo ich mir dachte, Digga. Ja, dann fahre ich nicht mit Leihwagen oder mit Firmenkapital, dann fahre ich damit einfach nicht. Ganz ist halt so. Die Leute sind so bescheuert. Ich hoffe, das dauert nicht ganz so lange, der rastet aus. Ja, und da jetzt anfangen zu diskutieren, hatte keinen Sinn.
Ja, nee, das sowieso nicht. Deswegen habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, ich war's. Eigentlich ist Dean gefahren. Ja, aber das sind fast 4 Stunden. Ja, okay. Aber ich konnte ein bisschen besänftigen, als ich meinen Ausweis gezeigt hatte. Er hat dann gesagt, oh Mensch, warum ist denn das passiert? Kacke, weißt du? Ich dachte erst, so wie der uns angeschrien hat, dass er direkt die Waffe zückt. Ja, aber was meinst du denn? Also, oh, wie konnte das denn passieren, dass du ihm deinen Personalausweis gezeigt hast oder was? Oder deinen Ausweis? Nein, der hat gefragt, wer ist gefahren? Hab ich gesagt, ich bin gefahren, hab ihm meinen Ausweis gezeigt. Dann hat er gesagt, oh, Herr Reichert, ist doch kacke jetzt mit dem Unfall. Ja, wie ist denn das passiert? Weißt du, der ist von 180 direkt auf 60 runtergefahren. Hast du ihm irgendwie was gegeben vorher, eine Spritze oder so? Nein, gar nichts. Ich habe ihm bloß mal Ausweis. Das ist normal bei dem, der schreit erstmal alle an. Ach so. Ja, wenn die da mit hochfahren, dann haben sie ein Problem. Wenn man bei dem ruhig bleibt, dann pendelt er sich relativ schnell wieder ein. Wer, Mosche? Ja, oder er wacht halt im Krankenhaus auf und muss mit dem Schlauch ernährt werden. Das war kein Lachen. Das war kein Lachen. Ja, ich mag nicht Menschen, die gleich... wenn sie irgendwo ankommen, anfangen rumzuschreien wie so ein kleines Kind. Oh, das war übel. Und dann immer dieses Altern und Diggern. Ich bin nicht sein Alter und schon gar nicht sein Digger. Ja, ein bisschen dick bist du schon. Ja, aber deswegen bin ich ja nicht gleich sein Digger. Digger. Hast du schon ungefähr jetzt durchgerechnet komplett? Also wenn die, ich habe jetzt mal die Schnauze, also quasi die Frontstoßstange als Tuningteil gezählt, 7265. Ja, das ist noch in Ordnung. Auf jeden Fall weniger wie 150. Ich glaube, auf 150 kommst du, wenn du den Wagen in der Mitte durchbrichst und eine Hälfte anzündest. Das Witzige ist halt, ne, der Hart war auch dort. Der hat auch versucht, schlichten zu wirken. Das muss man dazu mal sagen. Wow! Ja, und er hat erst gemeint, gebt uns 15.000 und gut ist. Und der Moscher gleich, spinnst du, das ist ein Centorno, weißt du, was er kostet? Ja, dann gebt uns 150 und gut ist. Und ich dachte, Alter... Ich sag mal so, Frontalschaden beim Centorno brauchen wir nicht drüber reden, aber wenn der Motor was abbricht, oh shit, das wird richtig teuer. Ach, wir sind in denen die Seite gefahren. Hm. Und ich meine, mit der Karre von Marcel waren wir auch nicht so schnell unterwegs, er schafft ja nicht viel. Ich wollte gerade sagen, da ist ja nichts drin. Weder ein Turbo. Wie gesagt, der Motor hat ja auch nichts abgekriegt, also um Gottes Willen. Alles human, Marcel, alles human. Deswegen tune ich halt meine Autos nicht. Dann kommst du auch nicht erst in die Versuchung, ein bisschen mehr aufs Gas zu treten. Ja, dann mehr so dann, der Gemütliche. Dann rück mal auf und stell mir mal eine Rechnung aus. Dein Primo packt sowieso nicht so viel Geschwindigkeit. 160 ungefähr, 100. Ja, circa ja 170. Bergab mit Bullenlacken und der Kneipe in Aussicht. Ja, ist richtig. Und wenn das Baby zu Hause schreit, was nicht da ist. Genau. So. Super. Warum steht dir der Oberkörper freiwillig Stress einfach? Perfekt. Ach, das ist lächerlich. Hast du den Namen noch von dem einen Auto, was ich ja gerade gemacht habe? Von dem. Ist halt die Frage, ne? Wenn ich dir jetzt erzähle, dass der 4 Stunden weg ist, will der wahrscheinlich von mir, dass ich den 4 Stunden King bezahle. King. Kosten das Scheißlein von der Karre? Jetzt geben die wieder nur Geld aus, ne? Oh. Eigentlich ist er da versichert. Ich wollte gerade sagen, eigentlich, wenn das Ding ein Firmenwagen ist, dann müssen die eine Versicherung haben. Und wenn die keine Versicherung haben, dann tut es mir leid. Dann würde ich auch, also ich persönlich, wenn ich jetzt nicht bei Max arbeiten würde unter anderem, hätte ich ihm klipp und klar in die Fresse gesagt, weißt du was, wenn ihr keine Versicherung habt, dann habt ihr selbst dran Schuld. Das ist ja eigentlich falsch, weil... So, dass man halt... Der den Unfall verursacht. Das ist mir jetzt nicht übel, aber wenn man so ein Primo halt nicht versichert, ne, und so weiter, das ist, Ich habe bei meinem 8F nicht ansatzweise irgendwie sowas irgendwo abgeschlossen oder so nach dem Motto. Ich meine, das ist ja auch mein Privatfahrzeug und kein Firmenwagen. Also Firmenwagen sollten schon irgendwo... ansatzweise was versichert haben. Du, ich habe gerade mal nachgeguckt, selbst wenn der mir jetzt den Ausfall für die 4 Stunden berechnet, ne, das sind 12 Riesen, da scheiße ich drauf. Ciao.